Was für eine verrückte US-Wahlwoche. Ich habe mit vielem gerechnet, aber damit überhaupt nicht. Und das musste ich auch teuer bezahlen, weil am Ende dieser Woche mein ETF-Sparplan ausgelöst hat. Was ich genau damit meine, erfährst du später in meinem Depot-Update. Aber abseits der USA habe ich mich auch noch weiter informiert, was es für uns Investoren noch so Gutes gibt. Und da bin ich auf einen sehr interessanten ETF gestoßen, der Gegenspieler vom Nasdaq 100 sein soll. Welchen ETF ich meine, das erfährst du gleich. Hallo Freunde, hier ist wieder Kai, euer Geldkater. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme führt Biden vor Trump und er braucht nur noch einen einzigen Bundesstaat, um US-Präsident für die nächsten 4 Jahre zu werden. Wenn du diese Aufnahme siehst, wirst du wahrscheinlich erschlagen sein von diesem Thema. Also habe ich mir gedacht, schauen wir einfach mal über den Tellerrand. Denn in den meisten Depots ist natürlich ein hohes Gewicht an US-Aktien, was bis jetzt auch nicht schlecht gewesen ist. Aber um diesen Anteil zu reduzieren, gibt es da draußen natürlich auch ganz viele andere Investitionsmöglichkeiten und gute Unternehmen, die ordentlich Rendite einfahren können. Ich habe mir da einen speziellen Markt mal für dich rausgesucht. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Wir richten unseren Blick jetzt nach Asien und zwar speziell nach Hongkong, an den Hang Seng. Das ist die Aktienbörse in Hongkong und dort schauen wir uns einen speziellen ETF an, beziehungsweise erstmal den Index dazu. Der Hang Seng Tech Index ist sozusagen der Gegenspieler des amerikanischen Nasdaq 100, wobei hier nur die 30 größten Technologieaktien enthalten sind. Welche das sind, das schauen wir uns später im Detail an. Wir sehen aber hier in Blau, wie der Hang Seng Tech Index in der Zeit im Vergleich zum normalen Hang Seng Index gelaufen ist. Wie du dir vorstellen kannst, hat natürlich der ETF-Marktführer BlackRock bereits einen ETF auf diesen Index herausgebracht. Und zwar ist das der iShares Hang Seng Tech ETF. Ich habe da mal bei BlackRock bzw. bei iShares nachgefragt. Und leider ist dieser ETF noch nicht für den Vertrieb in Deutschland freigegeben. Wie du hieran sehen kannst, ist es bis jetzt nur in US-Dollar auf den US-Markt oder in Hongkong-Dollar in Hongkong bzw. China verfügbar. Die TER beträgt 0,25%. Wenn wir dann jetzt weiterschauen, sehen wir natürlich, dass das Ganze erst seit Ende September, Anfang Oktober getrackt wird. Es wird dann interessant sein, wie er im Vergleich zum Nasdaq 100 beispielsweise laufen wird, beziehungsweise zu den großen Indizes auf dem MSCI World und den S&P 500 in den USA, was natürlich eher so die Benchmark für die meisten Anleger ist. Wir sehen, der 14. September war der Startpunkt für diesen ETF und das Ganze ist an der Hongkonger Börse gelistet. Mit 30 Positionen bzw. Unternehmen ist dieser ETF nicht wirklich breit gestreut. Das ist so ähnlich wie mit dem DAX, der auch nur 30 Unternehmen enthält. Aber hier sind wir ja noch konzentriert auf den Sektor Technologie. Also dient das im Prinzip auch nur als Beimischung zum Basisinvestment auf dem MSCI World oder MSCI ACWI. Wenn wir genauer reinschauen, werden dir einige Unternehmen mehr oder weniger etwas sagen. Tencent und Alibaba sollte im Prinzip jeder kennen, der sich mit der Börse befasst. Genauso wie Xiaomi. Lenovo kennt man wahrscheinlich von einigen Laptops, wobei ich habe gehört von meinem Schwager, dass aktuell ein Patentstreit läuft und die Lenovo-Geräte aktuell nicht in Deutschland vertrieben werden dürfen. Wenn wir zum Politischen kommen, haben wir ja gerade ein aktuelles Beispiel mit Ant Financial. Das ist sozusagen der Gegenspieler zum amerikanischen PayPal. Da ist der Börsenstart gerade erst abgesagt worden, aus welchen Gründen auch immer, aber was auch sehr überraschend war. Also haben wir immer ein gewisses Risiko, wenn wir dort in den Markt investieren. Und so finde ich diesen ETF doch sehr interessant, um trotzdem beteiligt zu sein, aber nicht das Einzelaktienrisiko eingehen zu müssen und dann eventuell einen Totalverlust zu erleiden. Hinterlass mir mal einen Kommentar, ob du diesen Index schon kanntest
und ob du in diesen ETF investieren würdest. Ansonsten kommen wir jetzt zu meinem Depot-Update. Wie ich schon angekündigt habe, war die US-Wahlwoche vollkommen verrückt für mich. Ich hatte mit vielem gerechnet, vor allem damit, dass sich die US-Wahl noch richtig lange hinziehen wird und die Kurse entsprechend nach unten sacken. Anfang der Woche war mein Depot wieder unter 90.000 Euro und so konnte ich mich darauf freuen, dass mein ETF-Sparplan am 5.11. zu günstigen Kurspreisen wieder auslösen wird. Was danach kam, war aber vollkommen verrückt. Nachdem die US-Wahl angefangen hat und sich dann immer weiter und weiter gezogen hat, weil noch kein klarer Sieger feststand, gingen die Märkte trotzdem immer weiter nach oben. Rückblickend kann man das erklären, wie man will, aber so kann das natürlich keiner voraussehen. Und so habe ich mich einfach darüber gefreut, investiert zu sein, auch wenn ich jetzt diese Woche etwas teurer eingekauft habe. Aber wie du weißt, in 5 oder 10 Jahren ist der Einstiegszeitpunkt nicht mehr so entscheidend, sondern es ist einfach gut, in dieser Zeit investiert zu sein und weiter zu investieren. Ich rechne auch jederzeit weiterhin damit, dass die Märkte um mehr als 50% fallen könnten. Also wirklich Worst Case, aber freue mich auf die Zukunft und denke optimistisch. Denn es ist nicht entscheidend, was die nächsten 1, 2, 3 Jahre sein wird, sondern es ist eher wichtiger, diese Zeit zu nutzen, um zu investieren. Und dann werden wir die Ergebnisse in 10 Jahren tatsächlich beurteilen können. So wie ich investiere, ist das natürlich nur eine Möglichkeit von vielen. Ich muss zugeben, eine sehr extreme Möglichkeit, aber vielleicht bringt dir das gerade den richtigen Impuls zu entscheiden, ob die Börse etwas für dich ist. Ob Einzelaktien, ETFs oder beides zusammen, das musst du nach deinem persönlichen Risikoprofil und Anlagehorizont entscheiden. Und viel wichtiger ist natürlich auch vorher die Basis zu legen, überhaupt investieren zu können. Immobilien, Gold, Whisky oder sonst was, es gibt so viele Möglichkeiten da draußen. Ich möchte dir mit ETFs zeigen, ob man ein sechsstelliges Vermögen aufbauen kann. Und so hoffe ich, dass du meinen Kanal abonnierst und jede Woche einen neuen Impuls für dich mitnehmen kannst. Ich zeige dir auch jede Woche möglichst einen neuen ETF vor, der vielleicht woanders noch nicht vorgestellt worden ist. Und so hoffe ich, dass du auch meinen Weg begleitest, wie ich an der Börse mit den verschiedenen, ja, Herausforderungen und immer neuen Schwierigkeiten umgehe und trotzdem weiter investiert bleibe und investiere. Bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Alles Gute, dein Kai.